Seine einzigartigen Postkarten von den Leguanen helfen ihm, sie bekannt zu machen, außerdem die Miete zu zahlen und die Arbeit mit dem Vergnügen zu verbinden. Diese natürlichen Posen können die Leguane locker bis zu 8 Stunden halten. Die haben den richtigen Job gefunden. Die Postkarten übrigens sind sehr beliebt und zeigen natürlich auch die Schönheit der Exoten. Wir haben Henry gefragt, wie Hasbro ein Star werden könnte. Es sind wohl seine Augen, sagt er, denn die Mädchen können ihm nicht widerstehen, diese tiefen, dunklen Augen. Hasbro hat doch schöne Augen. Was meinen Sie? Henry verbringt viel Zeit mit seinen Freunden. Er relaxt mit ihnen auf der Couch, vor dem Fernseher, auf dem Kühlschrank oder auch auf der Lampe. Manchmal nimmt Henry Hasbro für seinen kleinen Spaziergang mit in die Stadt. Hasbro ist mein Kumpel. Ich liebe ihn. Hallo, hier ist Henry Lizard Lover. Hasbro und ich sind gerade unterwegs, um eine Veränderung auf unserem Planeten zu bewirken und um etwas Pizza zu holen. Also hinterlasst eine Nachricht und sagt uns, was wir verpasst haben. Danke. Aloha. Wie jeder Hollywood-Star zieht Hasbro die Blicke auf sich, wo immer er auftaucht. Er verpasst keine Gelegenheit, die Fans zu begrüßen und neue Freunde zu gewinnen. Frauen können ihm einfach nicht widerstehen. Aber das Erstaunliche ist, Hasbros Anziehungskraft wirkt auch auf das gleiche Geschlecht. Du bist ja hinreißend. Vielleicht sollte ich mir auch so etwas zulegen, hm? Hasbro ist der lebende Beweis, wie zutraulich Leguane sein können. Abseits des Rampenlichts haben wir ihn gefragt, ob er für Millionen von Echsenliebhabern nackt posieren würde. Seine Antwort? Wie Henry gesagt hat, Leguane sind wie Menschen, nicht wie Echsen. Ja, ist dir aufgefallen oder Ihnen, liebe Zuschauer, ich glaube, Leguane sind extreme Machos. Sobald sie posieren, spreizen sie gleich so richtig die Beine. Hast du es gesehen? Von genau, wegen hier so diese schwarzen, tiefen Augen. Gleich mal zusammen, du bist kein Macho. Ja, genau. So ist brav.